Guten Morgen. Na, das war's mir, willst du nicht erzählen? Strampel, strampel. So, ich war kurz bei Seemann und Woolworth und habe jetzt mal für Ophelia diesen kleinen süßen Schlafsack hier geholt. Kann man die auch unten aufmachen. Wir haben zwar so eine Einschlagdecke für sie. Ja, aber wenn ich sie in den Kinderwagen so reinlege, dann will ich das nicht abpuppeln. Ja, und deswegen, ich dachte mir so für 13 Euro kann man das mal machen. Und was ich gut finde, ist endlich mal eine Kapuze, die nicht so riesig ist, weil sie ja so ein kleines Köpfchen hat. Und dann hat mein Mann mir gesagt, bei Seemann gibt es Halloween-Bodies. Und guckt mal, ist das nicht süß? Ich muss die 62 nur bekommen, aber nicht so schlimm. Für ein Foto geht's. Und für meinen Sohn, er hat ja schon ein Kostüm, er wird ja dieses Jahr Batman, hat er sich gewünscht. Ist es nicht wirklich so Halloween-lastig, aber ich sehe es praktisch. Dann habe ich auch was für Fasching, ne? Muss man nicht jedes Mal so viel Geld ausgeben. Und so ein, ich glaube, Batman hat uns, glaube ich, so fast 40 Euro gekostet, weil wir haben noch so eine Maske gekauft. Und ich glaube, hätten wir irgendwie gewartet, bis es im Sale ist. Es kommt dann günstiger dabei weg, aber wer weiß, ob es dann noch die Größe gibt und so weiter und so fort. Naja, auf jeden Fall habe ich viel noch Halloween-Socken gekauft. Das war's. Das war mein Vormittag. Die Kleine hat mal wieder geweint. Ja, Bruno hat sich rumgekloppt vor der Schule. Habe ich nicht aufgenommen. Dachte mir so, ne, das will keiner sehen. Und ich will mich nicht daran erinnern, dass er so unartig ist, aber auch, weil er hat ihm das auch andere Eltern. Und naja, man könnte ja ein bisschen heimlich filmen, aber ich weiß ja nicht, wieso gerade die Rechtslage ist. Ja, das war's. Heute soll es ja schön sein, also gehe ich mal davon aus, dass mein Mann in den Garten will. Und ja, ich glaube, wir gehen heute in den Garten. Die ganze Woche wird es ja nicht regnen, also müssen wir auch dann gießen. Und heute ist, glaube ich, der einzige Tag, wo Bruno nachmittags nicht irgendwo hin muss. Er hat ja sonst Schwimmen, Touren, Handball, Kochen. Ja, ein bisschen viel vielleicht, weiß ich nicht, aber so kommt er nicht auf dumme Gedanken, ne? Denke ich mir mal. Kennt ihr diesen Moment, wenn ihr die Windel gerade frisch gewechselt habt und die Kleine hat richtig schön einen Haufen reingemacht? Hm? Hm? Findest du witzig? Ja? Kuckuck. Ach ja, ist die winzig auf diesem Wickeltisch. Gott sei Dank weint sie nicht, denn wir haben für sie so einen Heizstrahler besorgt. Ohne den hat sie beim Wickeln immer nur geweint. Und ich muss sagen, für Babys, die ja viel weinen beim Wickeln, würde ich mal vielleicht den Tipp geben, einfach mal so einen Heizstrahler zu kaufen. Einige mögen es mulmig warm. Bei Bruno habe ich das gar nicht nötig gehabt. Bei ihm ging es auch so, ne? Ne? Strampel, Strampelieschen? Ach, ich finde es super, dass sie so zugenommen hat. Fantastisch. Super. Super. Ja, dann wickeln wir sie mal schnell. Wir sind im Garten. Meine Einschulungsdeko ist immer noch da. Joa. Sie muss sich gleich stillen, denn ich musste unterbrechen, um ihn abzuholen. Das fand sie gar nicht witzig. Raudi. Bruno, nicht treten, nein, aufsammeln, nicht treten. Und, hat er auf mich gehört? Was machst du? Oh. Er fängt mit einem O an. Nee, aber da kommt ein O drin vor. Also einkreisen. Einkreisen, genau. Kam, da kommt kein O vor, da ist nur ein K. Aha, weiter. Tonne, da ist ein O. Sehr gut. Zebra, da ist kein O, da ist ein C und ein E. Weiter. Glocke.
Haken, da ist ein U. Sehr gut. So, wir beschneiden gerade die Bäume. Also der erste Apfelbaum ist schon ziemlich gut geschnitten. Und das ist unser Riesenhaufen hier. Und dieser Häcksler da hinten ist unser neues Baby. Die probieren wir mal aus. Schatze, hier in Arbeitsklamotten. Riesenhaufen. Schöner, ja, echt ein schöner Oktobertag heute, ne? Schön sonnig, angenehm, um ohne Jacke hier was zu machen. Uhu. Und wir backen. Mal gucken, ob Ophelia den Lärm aushält. Häcksler ist das. Das ist ein Häcksler. Wir hexen gerade. Nee, wir hexen nicht. Wir hexen. Und ganz viele dünne Äste und ganz viele dicke. Ja. Und ich darf denn vielleicht, wenn du das erlaubst oder Papa das erlaubt, darf ich vielleicht das zusammenbauen, der Häcksler. Ja, bestimmt. Papa braucht garantiert Hilfe, oder? Papa, ja, aber darf ich die Räder zusammenbauen? Mhm. Hey, können wir so ausmachen, dass wir jetzt für immer... Den Häcksler fand sie nicht so cool. War irgendwie auch klar, aber bei Staubsauger hat es ja auch geklappt, dass sie weiter geschlafen hat. So haben wir sie voll geweckt. Jetzt darf ich einen spaßigen Teil hier machen und ich drehe hier eine Runde. Da, wo unser Garten ist, hat die auch gleich einen Park. Und dann gucken wir mal, ne? Ein halbes Stündchen, dann kehren wir wieder zurück. Am Meckern, ne? Die Kleine, wir gehen jetzt nach Hause. Genug für heute.